Läuft doch ganz gut, oder? Ja, liebe Leute, läuft eigentlich ganz gut. Herzlich willkommen zu meinem Let's Play rein in die Souls-like-Spiele. Hier am Beispiel von Jedi Fallen Order von Respawn aus dem Jahr 2019. Ein super Überraschungserfolg. Wir sind jetzt zurückgereist hier nach Zepho mit Cal Kestis hier zusammen und der Crew da hinten. Sind wir mit der Mantis unterwegs, um den Orden der Jedi wieder aus seinen Trümmern zu erheben. Dafür brauchen wir ein Holocron-Kristall oder Kristall mit irgendwelchen Daten über die Nachfahren oder die Jünglinge der Jedi, die versteckt wurden. Denn die Order 66 hat am Ende der Episode 3, also Film 6, dafür gesorgt, dass alle Jedi vernichtet wurden. Wir sind jetzt zurückgekehrt nach Zepho. Und hier sieht man noch den Kampfläufer, den wir gelegt haben. Ich finde es auch schön, dass das sozusagen diese Veränderlichkeit der Spielwelt bleibt. Ich erkunde ja hier quasi ein Souls-like-Ableger. Ich meine, das ist ein toller Star Wars-Titel, aber es ist halt auch ein gutes Beispiel für ein Souls-Spiel. Und wir haben auf Bogano gerade ein paar neue Kampftechniken erworben. Wir können unser Lichtschwert jetzt einfach nehmen, aber wir haben tatsächlich ein Doppelschwert gefunden. Und unser Ziel ist es, die imperiale Ausgrabung unweit des abgestürzten Venators, also eines Schiffes, zu untersuchen. Der ist hier hinten. Unsere Karte wird gerade ein bisschen durch Sonnenlicht geblendet. Denn die wird dynamisch von unserem Begleiter BD1 in die Landschaft eingeblendet. Reinprojiziert, wollte ich sagen. Okay, das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass die Klontruppen sich hier ein bisschen weiter ausgebreitet haben. Das Imperium schläft ja nicht. Und wir haben hier schon allerhand Wege freigeschaltet. Und ja auch... Oh, sieh mal einer an. Das war vorhin nicht da bei unserem letzten Besuch. Es ist schön, dass man, wenn man zurückkehrt, halt auch auf andere Umstände in der Spielwelt trifft. Na dann, zeigt mal, was ihr könnt. Kuckuck. Feindkontakt! Scanner ist ausgefallen. BD1 ist so nett, ihn umzupolen. Ist das nicht fein? Ich frage mich immer, ob er uns danach nochmal angreift oder ob er jetzt hier dauerhaft als unsere Wache rumläuft. Na gut. Nicht sicher, ob er gleich wieder sauer wird. Und? Ja. Ich weiß nicht genau, ob da uns was nütze gewesen wäre, wenn wir hierher zurückgekommen wären. Aber gut. Licht aus? Warum? Okay, kann man da irgendwas eindrücken oder so? Muss ich hier ein bisschen dran gewöhnen, dass man, wenn man wieder reinkommt in diese Spielgebiete, sich Dinge verändert haben? Man neue Wege erschließen kann, die nicht notwendigerweise auf der Karte mal gleich zu sehen sind. Okay, schauen wir mal. Das ist ja relativ glimpflich abgegangen hier. Das werden wir ja gleich sehen, ob dir das so egal ist. Der Fähigkeitenbaum. Ja, was für eine Fähigkeit können wir uns denn jetzt noch zulegen? Wir haben ja schon ein bisschen was vorgelegt, auch durch unsere... kleine Exkursion nochmal nach Bogano, wo wir jetzt diesen Doppelschwertangriff hier haben. Ah, das ist schon für 2 Fähigkeitenpunkte. Blasterbolzen können automatisch abgewehrt werden. Kombo-Verzögerung. Wenn man einen Moment wartet, bevor man einen Angriff ausführt, nachdem Kerl sein Doppelklinglichtschwert geschwungen hat, kann er eine Reihe von Angriffen ausführen, die höheren Schaden verursachen. Okay.
Warum nicht? Lernen wir das doch. Oh. Bisher habe ich auch nicht den Eindruck, dass man sich in irgendeiner Weise verskillen kann. Das kann einem ja durchaus bei Souls-like-Spielen mal passieren. Bei Einzelzielen sollten wir vielleicht auch wieder auf den Einzelmodus umstellen. Kugel, Junge. Hallo? Der Jedi ist hier. Ja. Oh. Ich regel das. Regel uns jetzt alle um? Naja, kann passieren. Ich bin hinter ihm her! Okay. Schießt ihn runter! Jetzt bräuchte ich Verstärkung, um dich zu erledigen. Ja, klingt so, genau. Du kannst nicht gewinnen, stimmt's? Ach, da unten bist du. Sind ja noch mehr eigentlich, da hinten, da vorne. Mir ist kalt. Friert sonst, seht ihr das? Mhm. Ich habe kein gutes Gefühl bei dem, was wir finden könnten. Aufpassen! Ich weiß, ich krieg dich. Wir werden dich ausschalten. Okay, das ging verhältnismäßig gut. Also unser Doppelschwert ist zur Massenkontrolle. Das heißt, wir können damit Gegner in größeren Massen abwehren. Und das werden wir auch noch brauchen in diesem Spiel. Im Moment läuft es ja relativ gut, auch mit einem... also ohne Doppelschwert. Wir haben einen Feind unter uns! Mhm. Lasst ihn ausbluten! Fangt ihn! Nur du und... Immer drauf! Oh oh. Jetzt bitte! Oh, der hat einen nicht ausweichbaren Angriff. Gut, aber wir können sowas auch. Wir können sowas noch nicht gut, aber wir können sowas in der Art. Hm. BD, kannst du mir helfen? Tja, gut, dass wir zwischendurch auf Bogano auch noch weitere Stimpacks gefunden haben. Gleich zwei nacheinander. Achso, dieses Echo haben wir ja auch aufgesammelt. Damit wird uns das Leben jetzt deutlich leichter werden. Wahrscheinlich sollten wir langfristig durchaus mal umstellen auf die schwerere Kampfmechanik mit geringerem Parierfenster und so. Ab, wann hört er uns? Hab dich gefunden, Eindringling. Ich lasse mich immer noch zu viel treffen. Das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal geübt. Da wird auch nicht mehr Dachi. Ja, mein Blick auf die Karte, wo wir jetzt eigentlich lang müssen. Bräuchte Hilfe, bitte. Nein, ach, ich bin so dumm. Ich verwechsel immer noch die Taste auf dem Analogstick mit der Karte. Also hier geht es sehr tief runter irgendwo. Hm. Aber da ist mir das Ende noch nicht ganz klar. Irgendwo hatten wir einen Eingang gefunden. Hm. Ach, hier unten könnten wir das jetzt auch lösen, ne? Wo man diesen Steinklotz runtergeschubst hat. Aber wo das Ende von dem Fahrstuhl da ist, das ist eine interessante Frage. Der wird ja wohl kaum hier um die Ecke fahren, oder? Okay, das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier durch wieder, hier rüber und dann den Rutscheweg. Gut, machen wir das doch. Ob die einen... hier attackieren. Sie können ja auch einfach in die andere Richtung gucken. Setzen wir das mal ein bisschen zurück. Gegner sind respawned, Machtfähigkeiten zurück. Also das Klassische, was ein Lagerfeuer auch bei den Souls-Spielen macht. Hm? Hat BD1 was gefunden? Nein.
So, hier musst du mit lang, ne? So, an der Ecke wird es immer ein bisschen chaotisch hier. Hey, ein Eindringling! Ich hab ihn! Komm schon, versuch's mal! Okay, sind hier denn gar nicht mehr so viele da? Normalerweise waren da doch immer so viele. Was will mir diese Musik sagen? Oh, der arme Kerl steht da unten noch rum. Oder was? Was habe ich nur getan? Also diese Machtfähigkeiten gefallen mir. Sollen wir da jetzt rutschen oder sollen wir hier auch rüberhüpfen? Okay, das funktioniert also nicht. Gut zu wissen. Vielleicht später mit dem Doppelsprung dann oder so. Ich spüre ein Beben in meinen Händen. Ist niemand. Warum? Was haben die verändert? Das ist ja bemerkenswert. Das ist ja auch so eine Ecke, wo man hier eigentlich so einen Samenkorn noch finden könnte, ne? Aber Grease möchte ja gerne so Samenkörner für seine Normandie-Zuchtbank da. Die einfach nicht. Sag mal, die wollen mich wohl verkackeiern. Du bist schnell, ich kriege dich trotzdem. Eins. Seid vorsichtig! Rückt endlich vor! Ich hab ihn! Oh, jetzt läuft er weg! Er schießt ihn! Können wir ihn wirklich besiegen? Oh nein! Ich glaube, jetzt ist er wütend. Ich kann nicht an ihm dranbleiben. Ach, scheiße, das habe ich mir anders vorgestellt hier. Bekämpft ihn einfach! Ja. Schieß aus das Ziel! Seht euch das an. Könnte eine Falle sein. Vorrücken! Dann bin ich schon mal von der Fackel angekommen. Oh, oh. Hilfe, BD! Ach. Ich treffe ihn nicht! Vielleicht müssen wir es jetzt doch anders machen. Ja, ich hab ihn erwischt! Mann, ich komme nicht ran! Die sind zu zweit zu übel. Hierher, BD! Okay, nochmal! Er blockt meine Angriffe. Ein paar Treffer noch. Bleib zurück, ich schaff das. Ich brauche einen Stim, BD. Das ist nur leider das Ärgerliche, dass man von dieser Steuerung runter muss. Ich werde dich erledigen. Das gibt's doch nicht. Er ist verwundet. Nur du und ich, Abschaum. Hast du Schmerzen? Puh, das war aber viel zu knapp. Viel zu knapp. Kriegen, BD? Meine Güte, ey. Das war aber ein hartes Stück Arbeit. Im Zuge dessen ich ja hier auch rumgerutscht bin, wieder wie so ein Irrer mit meinem Stuhl. Das kann doch nicht angehen, ey, dass mir das immer noch so schlecht mit dem Parieren gelingt. Ich verstehe auch nicht, was ich falsch mache, ehrlich gesagt.
Denn irgendwas muss ich ja falsch machen. Zeit nochmal zu trainieren. Denn in den neuen Bereich gehe ich bestimmt nicht nur mit null Stimpacks. Kann wohl nicht wahr sein, echt. Aber es ist halt echt schwierig, wenn man auf zwei Leute trifft. Und ich hatte keine Machtfähigkeiten mehr, sonst hätte ich ja einen zum Beispiel wegschubsen können. Das hatte ich ja an diesen, ja, an diese Erdratte da versplempert. So. Feindgesichtet! Arbeite dran. Verfolge den Eindringling. Du bringst mich nicht um. Ich werde dich erledigen. Endlich. So. Ach, das ist der Bohrer. Ich dachte, das ist irgendwas anderes. Den hatten wir letztens auch in einer der Folgen eingeschaltet sozusagen. Aber das ist nicht der Bohrer, wo wir jetzt hin müssen. Unsere Karte, bevor ich hier wieder irgendwas verschwende mit Lebensenergie, zeigt uns an, dass wir hier hinten raus müssen. Durch diesen Durchgang. Dann tun wir das doch. Ich war BD1. BD? Lustig, dass sie sogar an so ein Detail gedacht haben, dass man da BD1 ansprechen kann, auch wenn gerade nichts ist. Gefällt mir gut. Oh, ich bin sehr laut, oder? Kann das sein? Brülle ich euch sehr ins Mikro? Da habe ich immer noch nicht die richtigen Einstellungen gefunden. Das tut mir sehr leid, wenn das zu laut ist, aber manchmal war es halt auch so, dass ich das Gefühl hatte, ihr hört mich gar nicht unter dem Gefechtslärm. Naja. BD, wir müssen hier irgendwie durch. Na. Danke dir, Kleiner. Danke, BD. Achtung! In Ordnung! Wie schafft er das? Ich krieg ihn nicht! Ich schieße jetzt! Mach mal. Wir können ihn nicht stoppen! Jemand anderer soll ihn ausschalten! Ist da jemand? So. Best Star Wars Moment. Ich brauche Hilfe. Ja, ich bin noch ein bisschen doof. Danke, BD. Zu doof für Star Wars. Kannst du da einbrechen? Das brauchen wir. Hm. Ah, ein Speicherpunkt. Und ein Echo. Verschwendet eure Energie nicht mit einem fehlenden Artefakt. Ich werde mich selbst darum kümmern. Oh. Scheint so, als wäre eine der Inquisitorinnen unterwegs. Oder von einem imperialen Offizier zweckentfremdet. Eine Kiste, mit der das Imperium im Rahmen der Ausgrabung gefundene Relikte abtransportiert hat. Okay. Ach so, den Fahrstuhl können wir offensichtlich noch nicht holen. Gut, aber immerhin haben wir hier einen kleinen Speicherpunkt. Der ist aber ziemlich nah an dem anderen jetzt, oder? Ist doch hier hinten. Okay, es soll also offensichtlich da hinten weitergehen. Ja, dann können wir hier noch ein bisschen ausruhen und neue Punkte sammeln, wenn wir jetzt da draußen wieder auf die frisch gestählten Klontruppen treffen. Denn wie die Lagerfeuer beim Ausruhen bei Souls spielen, werden hier auch die Gegner wieder zurückgesetzt. Vor dem Guten Tag. Hey, ein Eindringling! Hab's verstanden! Dranbleiben! Feuer frei! So. Okay. Hat jetzt aber keine weiteren Punkte mehr gegeben, ne? Naja, gut. Wäre auch ein bisschen cheesy. Hier gibt es aber auch nichts mehr zu entdecken. Okay.
Okay. Hier geht's raus auf die Plattform, die wir draußen gesehen haben. Das finde ich ist auch so eine coole Entleihung von diesen Souls-like-Spielen, dass man immer das sieht, wo man später auch wieder rauskommt. So. Finde ich sehr gut gelöst. Nur besser gelöst ist das Gekletter hier. Du kannst mal einen Witz erzählen. Keine Ahnung. Warum? Witzig. Hm, jetzt? Kann man da hoch? Oh. Ich wette, da oben drauf wartet irgendein Bossgegner. Okay. Oh, das war aber knapp. Das war zu knapp. Schön, dass man, wenn man den Bossgegner dann nicht killt, hier diesen ganzen Kram jedes... Da drin muss es doch Infos über ihre Ausgrabung geben. Mhm. Immer alles positiv sehen. Danke, Kumpel. Oh Mann. Sind das Droide-Cars? Oh, nee, doch nicht. Oh. Oh Mann, er ist aber sauer. Was haben wir? Ich kann ja jetzt machen. Was macht er denn mit mir? Ich kann ja. Noch ein Stim. Noch ein ist gut. Was? Oh, sag mal, von der anderen Seite jetzt auch noch oder was? Oh, sag mal, da ist es ja scheiße. Mach den fertig. Nicht gut? Ich bin nicht gut. Werf einen rüber, BD1. Oh. Tragen wir den Kampf zum Feind. Los, holt ihn euch. Nähert euch dem Ziel. Nein. Oh, das gibt's doch nicht. Wegen denen jetzt. Deren wegen jetzt, entschuldigt. Jetzt rutsche ich hier wieder durch die Gegend von Nervosität. Dass diese fetten Monster haben wir gekillt, aber dann wurden wir von den Wachen erledigt. Ich meine, gut, andererseits haben die uns ja auch ganz gut geholfen beim Beschuss. Okay, also so hat es schon mal nicht funktioniert und jetzt freuen wir uns auf die neue Kletterei. Wie sagen wir so schön? Strafendes Gameplay. Der beste Bewegung. Gehe zum Angriff über. Truppkamerad am Boden. Kann ich ausschalten, kein Problem. Wüsste ich auch. Dass man jetzt da diesen Mist immer wieder klettern muss, das ist ein bisschen nervig. Strafendes Gameplay. Oh nein. Was ist denn das jetzt? Jetzt bin ich wieder fahrig. Da muss ich auch ein bisschen konzentrieren können. Aber das ist der Dickmops, dass man da nicht wegkam. Da muss ich mir auch noch was überlegen. Das war ja alles ein bisschen zu knapp, ehrlich gesagt. Das war schon besser. Also wirklich... Das ist doch kein schönes Game Design, dass man da immer wieder langhangeln muss, immer denselben Weg. Was soll das bringen, außer dass der Ärgerfaktor sich erhöht? Gib auf! Kommt aus einem Loch. Genau. Hab ihn gefunden. Er weicht aus. Aber nicht gut genug. Was sag mal? Nein! Da konnte ich nicht mal aufstehen. Das ist doch scheiße. Okay, irgendwie. Sollte Herr Nulden doch nicht die Schwierigkeit erhöhen, um das Paradefenster zu verringern.
Gut, gegen den kann ich eh nicht parieren, aber. Naja. Bin nicht sicher, ob ich Bewegung gesehen habe. Pass auf, sonst seid ihr die Nächsten! Feuer frei! Verstanden! Kann man mit dir irgendwas machen, Junge, oder? Eigentlich will ich dir gar nichts tun. Du bist doch eigentlich netter, oder nicht? Arme Druide. Och, wie lustig, immer dasselbe machen zu müssen. Ich meine, was geht in Entwicklerköpfen vor, dass man sowas als gutes Game-Design empfindet? Ja, und dann wenn der Spieler das 300 Mal gemacht hat, dann muss er immer noch wieder dieselbe Sequenz wiederholen und wird dabei immer fahriger. Und das ist doch lustig, oder? Das ist doch lustig. Oh, ich habe irgendwie ein Stück Nuss hinten im Hals. Würde ich ja auch gerne so runterschubsen können, aber kann ich nicht. Okay. Dafür gab es nur so wenig. Wieso kann ich nicht parieren? Rückt endlich vor! Wird er entkommen? Voll auf! Treffer! Lasst euch nicht erwischen! Ja, den kriegst du aber nicht. Oh. Und ich verstehe auch das Game Design nicht, das immer hinter so eine Speicherpunkte zu setzen, ist ja sinnvoll, aber dass man dann davor noch so viel Krempel erledigen muss, um dann hier hinzukommen. Jetzt falle ich wahrscheinlich irgendwo von der Wand oder sowas. Eigentlich wollte ich auch den Mobs noch scannen, aber... Der ist jetzt wahrscheinlich eine Etage tiefer. Ich könnte einen Stim gebrauchen. Ja. Ich muss kein Risiko eingehen. Naja, das ist ja fast um die Ecke. Da hinten ist doch noch ein Speicherpunkt, gell? Mann. Darüber irgendwie? Nicht, ne? Aber Moment mal, wie ist denn dieser Mops hier überhaupt hingekommen? Nee, da traue ich mich nicht runterzuspringen. Aber Dick Mops muss doch irgendwie hier hochgekommen sein. Das muss doch einen Grund haben. Musik sitzt ein. Das ist ja gar nicht fein. Wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Ach, ein Stockwerk höher bin ich da. Okay. Das geht ja jetzt genau in die falsche Richtung. Das will ich doch gar nicht.
Was habe ich denn jetzt eigentlich hier zur Abwehr? Habe ich die Doppel? Ja. Diese Geräuschkulisse ist so unglaublich geil, oder? Wie in den Filmen. Na gut. Und auch das Bewegungsset und die Animationen, also die Titanfall-Vollerfahrung merkt man hier sehr. So, hier geht's aber nicht weiter, also müssen wir wohl da lang. Ich frage mich auch immer, ob es so eine Geheimgänge noch gibt, wie bei den Souls-Spielen. Vor allem, wenn ich jetzt drauf gehe, muss ich ja nochmal wieder gegen Mobs und seine Mannschaft kämpfen. Das finde ich aber jetzt nicht so geil. Sind wir da hoch oder was? Ach Gott. Oder? Och, doch was. Aber dann müssen wir das da irgendwie stoppen, oder nicht? Im Moment ist alles ruhig. Ich kann kaum erwarten, dass endlich mal was passiert. Ich bin bereit. Immer her damit. Das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht euer Ernst hier mit Windows. Entschuldigt kurz. Warum sollte ich die bescheuerte Geräteinstallation jetzt abschließen wollen? Windows 11 gibt mir sowieso im Moment so furchtbaren Puffer. Nicht, dass das hier schon Windows 11 wäre, aber... Es will ja ständig, dass ich Windows 11 installiere. Okay. Was ist denn da? Warum soll ich da hin? Gerade noch die tolle Steuerung und das gute Movement und dann soll man sowas machen. So, da sind wir. So, aber was ist jetzt hier? So, gar nichts. Ach doch. Ja, welcher Waffenmeister hat denn hier diese Kiste hingestellt? Ja, sehen wir es uns an. Mein Interesse ist eher beschränkt. Aber hier gibt es sonst nichts weiter zu holen, ne? Ach, komm schon. Nee. Okay, aber dahinter wird es ja wahrscheinlich wieder Krawall geben. Doch, irgendein Großkopf hat er gleich. Natürlich ohne Speicherpunkt. Natürlich. Ein Fahrstuhl. Würdest du mir bitte helfen? Ach, Mist, jetzt habe ich schon wieder gemacht. Das ist der Fahrstuhl mit der Abkürzung. Dann nehmen wir den doch zuerst hier. Vorwärts, BD. So, Roboterchen lassen wir jetzt immer schön in Ruhe. Aber da ich mir ja alle Stimpacks ergurkt habe, werde ich die jetzt wohl mal nachrüsten, nicht? Aber jetzt müssen wir ja wenigstens nicht mehr bei Fettmobs vorbei. Hoffe ich jedenfalls. Seid ihr taub oder so? Jemand anderer soll ihn ausschalten. Er muss einen Fehler machen.
Ich kann ihn kriegen. Jetzt brauche ich ihn. Selbst dieses Prinzip mit den Fahrstühlen als Abkürzung. Habt ihr Bewegung gesehen? Das ist echt Bedrohung! Aus den Souls-Spielen geholt. Gehen wir, BD. Das ist aber auch kein Geheimnis zu finden. Na dann mal. BD, wir müssen hier irgendwie durch. Okay. Ein Ärgernis ist da. Doch, wirst du. Kommen jetzt Inquisitoren? Möglich, aber Bracca ist weit weg. Vielleicht denken sie, Auslöschungstruppler reichen. Oder sie bremsen dich absichtlich aus. Bleib wachsam. Wie fühlst du der Kiste? Da ist doch was drin. Ich finde es sehr elegant, dass man so einen Konflikt einfach aus dem Weg gehen kann. Eine Spur vom Grab? Nein, und die Sicherheitsmaßnahmen wurden erhöht. Bleib konzentriert. Pass auf ihn auf, Biddy. Okay, wir suchen weiter. Ja, ich würde ja gerne da hinten hin, aber... Irgendwie... Ach nö, da kommen wir jetzt gar nicht lang, oder was? Kann man denn diese Dinge abschalten? Hab ich was übersehen? Will ihr das abschalten? Nee. Wie kommt man denn da hin? Ach, wir müssen erst wieder eine Fähigkeit erlernen. Okay. Ist ja schön, dass wir das angeblich nicht umklappen können. Wir haben es aber schon umgeklappt. Hier, achso, hier war das andere Leuchtetor. Okay. Schauen wir mal. Spannendes Level-Design auf jeden Fall. Wenn mir auch nicht immer ganz klar ist, wie sich hier zum Teufel das Imperium selbst bewegt bei dieser recht unlogischen Aufteilung der Räume. Ich meine, naja gut, vielleicht bewegen die sich ja über andere Korridore. Okay, gibt es hier irgendwas, wo wir erst hinspringen müssen? Da unten ist so ein Speicherpunkt. Das ist zwar nett, aber eigentlich würde ich ja gerne daneben an das Ding noch mir holen. Aber hier braucht man dafür scheinbar. Das Seil sieht aus, als wäre es fest. Vielleicht braucht man ja irgendwie so einen Lichtschwertwurf oder so. Schauen wir mal. Alle hopp. Sind wir jetzt wieder gelandet. Oh. Wir sind beim Venator angekommen. Oh, und da ist dann noch so ein Mops. Oh, noch so. Also, wie viele gibt's denn hier? Da, Sternzerstörer. Ein Venator. Da drin könnten nützliche Infos sein. Ich versuche hinzukommen. Hab bestimmt auch mal irgendein schlauer Kopf ausgerechnet, ob das realistisch ist, dass in dem Laufe der Spielzeit diese riesigen Stahlkolosse hergestellt wurden und dann jetzt überall abgestürzt sind. Können wir da irgendwie rüber? Auf diese Klippe? Oder müssen wir jetzt ins Wasser springen? Mein Spinninstinkt sagt mir, dass im Wasser was schwimmt. Na gut, dann schwimmen wir halt auch. Tauchen können wir zwar nicht, aber wir müssen schnell.
laufen. Hä? Hier ist ja noch ein Speicher. Ach ne. Ein Machtpunkt. Und? Spuren im Schnee. Oh. Die Bewohner haben das Denkmal für die Klone auf dem Veneta gebaut. Ja, die wüssten. Oder ist es eine Warnung? Ein von den Dorfbewohnern errichtetes Denkmal zu Ehren der gefallenen Klone des Venators. Die gesamte Galaxis hält die Jedi für Verräter, nur wenige kennen die Wahrheit. Das ist aber auch sehr weitgehend interpretiert, finde ich. Hier ist ein Eingang. Siehst du? Das Imperium ist nicht unsere einzige Sorge. Mhm. Wir müssen jetzt ja da hinten hin, aber bevor hier irgendwas rauskommt, gucke ich wenigstens einmal rein. Das gefällt mir gar nicht, diese Brackwassersuppe hier. Oh, Skelette. Der Tunnel war überflutet. Mhm. Wie konnte es dazu kommen? Ertrunken. Eine durch eine plötzliche Katastrophe ausgelöste Flutwelle hat die Kreaturen in diesem Gang getötet. Naja, da draußen ist ein Venator runtergekommen. Moment mal, ist das die Rückseite von dieser anderen Tür? Hier riecht's nach kaltem Öl. Nein, Kumpel, nicht du. Es ist das Wasser. Nee, das kann ja nicht die Tür sein. Du machst das schon, BD. Gute Arbeit, BD. Was ist das für ein Ort hier? Moment mal, diese Tür kommt mir bekannt vor. Waren wir da nicht schon? Wieso ist das nicht eingezeichnet? Oder sehen einfach nur alle imperialen Türen gleich aus? Okay. Was ist das? Oh. Er starb bei einem Einsturz. Imperiale Grabungen machen die Tunnel instabil. Das ist aber beruhigend. Ich höre dich, BD. Grabungsausrüstung. Imperiale Grabungsausrüstung. Dem Staub nach zu urteilen, liegt sie schon sehr lange her. Oh. Okay, aber das ist ja eine Richtung, da wollen wir jetzt gar nicht hin. Wenn man hier so runterrutscht, das ist bestimmt dann irgendwie da unten. Aber wir wollen jetzt ja erstmal zum Venator. Das Spiel wird uns da schon noch hinführen. Nur diese Tür. Offensichtlich auch nicht öffnen. Wieder so ein typischer Souls-Moment, nur zu öffnen von der anderen Seite. Kann man diese Kisten öffnen hier? Nee. Ja, schon gar nicht, wenn man vorbeischlägt, aber. Okay. Interessant, interessant. Aber tauchen konnten wir jetzt noch nicht. Da können wir so einen Boost schwimmen, aber. Zum Klettern. Es ist schon eine ziemlich coole Atmosphäre, die sie hier bauen mit diesen Leveln. Boah. Die Frage ist nur, wie kommen wir jetzt da hinten hin? Die sehen ja alle ziemlich mies gelaunt aus. Versuchen da hochzukommen. Dann sollten wir eher lieber dahin. Hm.
auch schlecht gelaunt aus. Warum, Junge? Was ist dir passiert? Hm. Ein Eingang. Okay, den sollten wir uns auch genau angucken. Was haben wir hier? Wieso ist das hier geschützt? Dafür gibt es doch bestimmt einen Grund. Was hat dich getötet? Also dieses frei begehbare ist wirklich genial. Da unten wartet doch ein Kampf, wenn man sich da reinfallen lässt, oder? Ups, warst du eben auch schon da? Ach komm. Die Tür auf, wenn wir dem auf den Kopf gehauen haben, wa? Ach, ich finde das so gut beim auf den Kopf hauen. Hm? Oh, zwei Schläge, okay. Von wo müssen wir jetzt wieder neu? Ich wollte ihn eigentlich ganz anders zu Fall bringen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Mhm. Achso, ich muss ja auch hier immer Respawn drücken. Wahrscheinlich ist das so gemacht, damit man seinen Wutanfall unter Kontrolle kriegt, bevor man weitermacht. Na, wo schmeißt mich das Spiel jetzt hin? Ach, hier hinten, echt? Ach komm. Okay, liebe Leute, dann lasst uns das für diese Folge jetzt sein. Wir werden gleich nochmal weiter gucken, wie wir jetzt reinkommen in den Venator. Ich weiß ja nicht, ob ich dieses Monster da jetzt schon erledigen muss. Aber er hat jetzt ja unsere Punkte, ne? Da müssen wir dann also gleich erstmal wieder hin und das versuchen zu erledigen. Wie schön, dass davor draußen noch so ein großer Mops ist, aber schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Dann danke ich euch sehr, dass ihr dabei seid bei meiner kleinen Reise in die Souls-like-Spiele und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bleibt immer schön neugierig und bis dahin, ciao.